Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Soul Silver! Yay! Mit Hippo Hip, das sich langweilt. Es geht einmal ausgiebig, wenn man sich auch trägt. Ja. Schauen wir mal, was uns so erwartet. Ich habe keine Ahnung mehr, was wir hier tun müssen. Ist das irgendwas mit Team Rocket? Ja, Radioturm. Und es ist schon wieder dunkel. Verdammt. 20 Uhr ist dunkel. Warum denn das? Hallo. Hallo Bianca. Ah ja, das Quiz ist unglaublich schwierig. Und Fragen. Schaffe ich doch. Quiz. Na gut. Also dann, die erste Frage. Keinen Pokémon, der die Karte. Pokécom, ja, kann es. Prima, Frage 2. Ist Nidoran immer weiblich? Nidorina, ja, ist immer weiblich. Frage 3. Verwendet Kurt der Pokémon-Schmied Paprikokos als Material? Ja, macht... What? 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 Hab ich das... Hab ich gelesen? What? Ja, Karte. Komm schon, weiter, weiter, weiter. Nidorina ist immer weiblich. Aprikorken, aha! Facepalm. So, Kabarok kann keine TM-Packen lernen, richtig? Nein. What? Was zu shit? Yeah. What? What zum Fick? Oh mein Gott! Das Quiz macht mehr Probleme, als es sein sollte. Gut, dann hab ich nicht. Auf das Eis, Pokémon Talk ist eine beliebte Sendung. Ist mal. Alter, woher soll ich das wissen? Was zum Fick? Was sind das für dumme Fragen? Mike. Schwerste Pokémon Quiz aller Zeiten. Fängt so einfach an. Oh mein Gott. Bin ich irgendwie dumm? Das regt mich jetzt direkt voll auf. Ja, ja, dann eben nicht. Dann heißt sie halt nicht Marianne. Woher soll ich das wissen? Dankeschön. Radiomodul. Kann ich Radio hören? Yay! Hi Bianca. Wahnsinn, du bist echt klasse. Bei Frage 3 war ich mir so sicher, dass die Antwort Aprikorken lautet. Alter. Oh, hoppla. Ich muss langsam direkt in die Arena. Okay, Bianca. Ist der Raid schon hier? Nee, das ist doch alles Friede vor Jahrkuchen. Ich zuerst. Ups, wollte ich nicht, Hippo Hip. Oh, du bist ganz müde. Du bist auch ein Dramato, du musst müde sein. Da gehen wir halt in die Arena. Was hat die für eine Arena? Stimmt nicht gut zum Trainieren für diese zwei neuen Pokémons. Shit. Ja? Geh weg. Das ist glaube ich nicht die Arena. Nee, ist nicht. Fick. Bist denn du? Aha, das Glabar Terminal. Ich weiß gar nicht, ob ich das benutzen kann hier. Arena, wo bist du? Ah. Oh Junge. Normal. Na gut. Ich möchte gegen dich kämpfen, Madame. Oder Madam? Heißt Henning! Sicher nicht stark. Nose! Aha! Schläfst du, du dummes Visor? Schläft er tief und fest. Yeah!
Blum. Ach, was? Aber ich mache guten Damage. Wie das, dass so eine schwache Attacke ist. Warum ist Hippo Hippo eigentlich schneller? Alter, kann der überhaupt angreifen? Und er ist tot. Ja, komm, Mike, du bist dran. Ich möchte Mike ein bisschen mehr trainieren. Mag Mike. Mike gefällt mir. Netter Typ. Autschi. Eure. Ich mal Absorber. Aber normale haben eigentlich schon immer ziemlich starke Verteidigung gehabt. Denke ich. Also vom Gefühl her auf jeden Fall. Wir haben nicht viele Schwächen. Geist ist eine, weiß ich. Ach Junge, wirklich! Dann schneide ich noch zu Tode, noch zum Schluss. Danke, Level 13! Giftpuder, ja man! Ich weiß auch nicht, warum ich dem Kugelsaat beigebracht habe. Ach, ein Wieso. Weiter kämpfen? Giftpuder! Autsch, autsch! Da wird es vom Gift verletzt. Mwahaha. Ich mache ja genau so, dass es ein bisschen Leben oben hält kann. Naja, läuft ja. Naja. Ah, Pokémon. Ich liebe die Serie einfach. So ein einfaches JRPG. Aber trotzdem, es macht so Spaß. Hüpp. Und viele, viele leckere EPs. Mal sehen. Ups, schon vorbei. Ja, da hatte ich Agi-Man besiegt. Bis jetzt. All deine Pokémon sind tot. Ah, ich will gegen dich kämpfen, Madame. Madame. Egal. Ja, ich schlage natürlich ordentlich zu. Das ist meine Strategie. Tina. Ich kenne kein Erbarmen. Das ist für das kann in die Hose gehen. Danke für das Geld. Hose, Zocke ging daneben. Ich denke mal, ich muss dich auch mal wieder trainieren. Wenn die Level 16, denke ich, dass Trainerleiterin auf Level 20 herum sind, oder? Denke ich mal. Weil sie ist schnell. Ehrlich. Ah, du kannst mich auch beißen. Okay, Mauzi. Yay! Level 11! Mauzi? Ich muss ihn einfach trainieren. Ansonsten... ja. Kommt man nicht weit, ne? Diesmal ist Foxy dran.
Ich weiß, die Strategie ist nicht so der absolute Hit. Immer anderen Pokémon trainieren. Aber was soll ich denn tun? Ich habe ja in kurzer Zeit hintereinander zwei Pokémon gefangen, die beide trainiert werden müssen. War vielleicht nicht so die intelligenteste Entscheidung. Aber gut. Ich habe getan, was ich getan habe. Lässt sich jetzt nicht mehr zurückdrehen, die Zeit. Schauen wir mal, ob ich einen Stich gegen die Trainerin habe. Eine Arena-Leiterin. Warum komme ich da nicht durch? Ey! Ist aber gar nicht nett. Ja. Bin ich dumm? Bin ich dumm? Wirklich? Verdammtes 3D. Ist doch Luft dazwischen. Was zum Fick? What? Bin ich dumm? Wirklich? Ich bin dumm. Da ist ja ein Tor. Da ist ja ein fucking Tor. Wow. Bin ich dumm? Ja, bin ich. Oh, Junge. Ich nehme das Training natürlich mit von diesen Trainerinnen. Ja. Ah, es knirkst. Knirkst. Übrigens, ich habe mir nur einen Stuhl bestellt. Habt ihr irgendwann nächste Woche? Da knirkst es vielleicht nicht mehr. Hoffentlich. Wenn ich mich verwege, dann kann ich so hinsetzen, wie ich will. Dann macht es nicht immer so. Ah. Ist eigentlich nicht gut, wenn ich kämpfe. Oh, komm. Ja, 1-0-Bull. Macht Gemasse. Ist mir eigentlich aber ziemlich kacke. Egal. Oh, der Charme. Ach, wie ein charmantes Nubul. Oh. Da bringt der Biss nicht mehr viel. Ah, Kopfnuss war ja stärker. Ganz vergessen, dass sie ja Kopfnuss kann. Oh, Junge. Oh. Oh, yay. Habe ich die Göre kaputt gemacht. Hi, Madame. Ah, du hast niedliche Pokémon, oder habe ich niedliche? Ah, deine sind niedlich und stark. Meine sind nicht niedlich. Ah, was hat Mike? Der ist süß. Mir gefällt Mike. Hi, Pomelov. Ah, der immer noch... Ups. Hippo Hip. Warum habe ich dich gefangen? Nervt mich jetzt schon. Ah nein, Outsider bringt dir leider nicht viel. Das sage ich, wenn man aussetzt. Mysteriös. Ach nö. Oh, Junge, da muss ich auch immer gerne. Oh, Foxy, reiß dich am Arsch. Das ist so schwer. Einfach wach bleiben, Minion. Oh. Komm schon. Danke, Foxy. Level 12! Seid immer noch nix! Das ist Mike dran. Das ist Mike! Ah, ich mag Mike wirklich.
Dann der Name. Ah, es. 1A, Zucker, dieser Name. Komm mal, wie sich Pommel auf gegen das Gift schlägt. Wie viel macht das Damage? Ah, cool, das ist nicht mal schlimm. Säure, Mike! Dann ist jetzt ein bisschen Absorberzeit. Na gut. Sterbst sowieso, ist mir egal. Säure! Schön, leckere, leckere EP. Wieder Mike. Wann entwickelt sich Mike eigentlich? Riskiere jetzt nochmal mit dem Gift. Ja. Nice. Und ein Igler. Okay. Wen? Geht mir. Kann ich immer noch nicht. Ah, verdammt. Im 5 Runden, oder? Los! Mike! Du schaffst das! Ich glaube an dich! Nicht mehr blockiert! Danke! Ah, Mike gefällt mir immer mehr. Er wird richtig tanky. Überlebt er das? Ah, was zum Aufschlecken. Mike wird ein gutes Pokémon, das sehe ich ihm an. Ich sehe es ihm in den Augen. Seinen starren schwarzen Augen. Dachelspore. Wäre praktisch so Pokémons fangen, aber nee. Nicht lernen. Ich glaube, ich möchte eher mit Giftpuder gehen. Macht mehr Spaß. Ja. Töten. Viele, viele Pokémon töten. So, okay, noch schnell ins Pokécenter. Dann kämpfen wir gegen die Arenaleiterin. Hier kann man doch was abholen, oder? Hi. Verkäuferin, bla bla bla. Achso, muss zuerst die Arena bezwingen. Jo. Hab ich Stats von Tramato eigentlich angeschaut, von Hippo Hipp? Das ist ein hippes Hippo. Der Hippo Hipp. Weiß gar nicht mehr so genau. Was ist das, Stampf? Spezialverteidigung hat er. Er ist ein bisschen tanky. Ja, Spezialangriff ist extrem hoch von Mike. Jetzt schon einen besseren als Alter. Mike hat jetzt schon einen höheren Spezialangriff als Foxy im Level 21. Oh my fucking God. Hippo Hippa Kack Stats. Ah, schön. Ich möchte Mike eigentlich an erster Stelle haben. Ah, ich liebe diese Blume. Das ist Unkraut. Na Mike, wie geht's dir so? Mike kriegt sich kaum ein. Wir haben eigentlich so viele hohen Häuser. Oh ja, Mike. Das geht mir auch so. Bist du jetzt motiviert für diese Arena?
Also ich bin es auf jeden Fall. Schaffen wir zusammen. Ich glaube nicht, Mike. Er hatte nicht so einen Milotic. Glaube. Oder Miltank. Genau, das. Ja, ja, ist mir egal. Ja, ist voll süß und shit. Bianca. Bam, 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 bam. Alter, wie die Updates. Im Pipi. Ah, nur Level 17. Mike, ich glaube nicht. Oh, oh, Metronom ist gefährlich. Trichtflegel, wow. Was, Mike? Warum triffst du nicht? Ach, nö. Jetzt kommt ein paar Mal Gift, Bruder. Kann ich zwischen denen das Pokémon wechseln? Ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich nicht, oder? Ah doch. Puh. Das hätte nach hinten losgehen können. Ja, schlag mich, schlag mich! Kopfnuss, Coco! Alter. Das bin ich vernarrt. Oh Junge. Du fucking Schambolzen. Gut, stirbst sowieso. Ach nö. Komm schon, Coco! Widerstehe! Da! Nice! So gefällst du mir, Coco. In deinem Herz liebst du nur mich, genau. Verdammt! Zum Glück mache ich es genau jetzt mit Mikri. Sonst hätte es auch Kopfnuss gekonnt. Komm, Coco! Der Stier der Liebe! Oh, nö. Zum Glück ist es vergiftet. Dann macht es wenigstens ein bisschen Schaden. Alter! Hör auf! Komm schon, Coco! Verdammt! Ja! Tötest du deinen eigenen Willen, nicht durch das Gift. Du erlöst das Pipsi. Miltank. Genau. Jamaik, Strategie ist nicht schlecht. Ist nur Level 19? Moment, das ist mein letztes. Aber ich werde nicht verlieren, klar. Das glaubst auch nur du. Autsch! Oh mein Gott, oh mein Gott. Verdammt! Komm schon! Nein! Mike! Da war ich zu greedy. Überhip! Dann bist du dran! Knose! Fucking Stampfer! Hör auf, meine Pokémon zu stampfen! Natürlich! Oh, Junge! Foxy, komm schon! Keine Sandwirbel versucht. Wenigstens mal. Verdammt nochmal! Utsukip! Die wenigsten Schaden. Alter! Esst auf! Oh. Wow! Miltank ist stark. Kopfnuss. Ach nö. Warum? Warum nur? Warum? Gut, Herr Kopfnuss. Was zum Shit? Ich verliere diesen Kampf. Ich verliere ihn. Ganz klar, ich verliere den Kampf. Oh. Komm schon, Kroko. Den Willen. Verdammt.
Oh Junge, der Park geht schon extrem lang. Ups. Autsch. Komm, Kroko. Danke. Schon. Schon. Es wird immer stärker, der Walzer wird immer stärker. Verdammt! Jetzt das überlebt er nicht. Eich. Hätte besser laufen können. Viel besser, es hätte viel besser laufen können. Aber das war's dann für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Trotzdem, dass ich diese Arena komplett versagt habe. Ich hasse dieses Mehltank. Aber gut, deine letzten Worte, Mike. Was sagst du dazu? Mike zuckelt gemütlich hinter dir her. Oh, Mike, tschüss. Okay, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.